zu unserem heutigen Studiogast. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute zu uns gekommen ist. Wir begrüßen Rapid-Trainer Peter Packholt. Hallo, herzlich willkommen, bitte schön. Vielleicht zunächst ein Wort zu dem Tor von Roland Linz. Was sagen Sie zu dieser Entscheidung? Naja, jetzt muss ich mich praktisch für Rapid reden. Aus dem einfachen Grund, Austria hat sich fürchterlich beschwert bei uns im Derby, wegen einem angeblichen Nicht-Elfmeter. Sturm Graz hat sich im Herbst beschwert, hat sich nicht beschwert, wie wir einen korrekten Ausgleich erzielt haben, weil es auch Zeit gegeben worden ist, und das sieht man im Fußball, dass eben Fehlentscheidungen Tatsachenentscheidungen sind und ist sicher sehr erordnet, liegt für Sturm Graz. Doch alles aus irgendwo wird sie immer aus relevantiert. Kommen wir zum Spiel von Rapid am Freitag, 3:1. Es war das 130. Spiel übrigens für Sie als Bundesligaspieler, als Rapid-Trainer. Ein verdienter Sieg, wenn auch vor allem, wenn man die Anfangsphase hernimmt, vielleicht ein bisschen glücklich. Wir wollen uns ein paar Paraden anschauen von Raimund Hedl. Der hat da einige Ried-Chancen zunichte gemacht. Gab es da nachher für den Torhüter ein extra Lob? Nein, in erster Linie muss man wirklich sagen, der Mundi hat uns sicher die ersten 10 Minuten in diesem Spiel behalten mit diesem 2:0. Aber man muss auch dazu sagen, die erste Großchance haben wir Ried ja selber vorbereitet. Man hat ja gesehen, den schweren Abwehrfehler war ja in dem Sinne ja keine Chance, sondern erst durch den katastrophalen Abwehrfehler ist Ried zu dieser Doppelchance gekommen. Und dann ist natürlich Ried mit dieser Doppelchance natürlich selbstbewusst geworden und hat da wirklich ein paar Minuten sehr, sehr Druck gemacht. Da haben wir sie nicht lösen können, aber ich denke, wenn wir nach 10 Minuten, 15 Minuten haben wir dann die Routine gehabt, die Ruhe gehabt am Ball und haben auch sehr, sehr gut nach vorne gespielt. Und dann denke ich mal, über die ganzen 90 Minuten haben wir sicher auch dort verdient gewonnen. 7 Runden sind noch ausständig. Der Rückstand auf Salzburg beträgt 6 Punkte. Wie viel würden Sie noch setzen auf einen Meistertitel für Rapid? Es ist in erster Linie so, dass wir selber auf uns schauen. Wir haben jetzt wieder ein Heimspiel am Dienstag, haben am Samstag wieder ein Heimspiel. Aus eigener Kraft, so ehrlich muss man sein, können wir es nicht mehr schaffen, weil die 6 Punkte sind einmal da. Aber nichtsdestotrotz, wir haben in den letzten 4 Spielen 4 Siege eingefahren. Es sind, glaube ich, jetzt 7 Spiele schon umgeschlagen in der Meisterschaft. Ja, wir werden schauen, dass wir natürlich weiterhin punkten und schauen, was dann Salzburg tut. Wenn es nicht klappen sollte mit dem Meistertitel, war sicherlich der schwache Frühjahrsstart Schulter. Es wurde schon einiges darüber gesprochen, jetzt zurückblickend. Warum, glauben Sie, ist Rapid im Frühjahr so schwer in die Gänge gekommen? Ja, ganz einfach, weil die Hiobsbotschaft gekommen ist am 24. Dezember zu Weihnachten, wie ich angerufen worden bin. Und mir mitgeteilt worden ist, dass der Niki Jelavits operiert wird, Bandscheiben im Nacken. Das heißt, er fährt uns einmal zu Saisonstart. Das war einmal der erste Schlag, dann war das zweite Trainingsbeginn. Helge Beier verletzt sich im Lauftrainingslager. Dann kommen noch Krankheiten dazu. Und so hat sich diese ganze Vorbereitung, diese 5-wöchige Vorbereitung für uns eigentlich nicht so gestaltet, wie wir es in den letzten Jahren gehabt haben. Branko Boskovic ist 2-mal mit Fieber ausgefallen, eine Woche lang mit 40 Fieber. Jürgen Bartocher, alles wichtige Leute für uns, war auch krankheitsbedingt einige Tage nach beim Training. Den hat es 3-mal erwischt gehabt und wir haben das nicht in den Griff gehabt. Und natürlich sind dann die anderen Spieler auch nicht so in Form gekommen. Eben aufgrund dieser diversen Umstellungen, aufgrund dieser Qualitätsverlust, weil man darf nicht vergessen, diese Spiele, was ich da aufgezählt habe, das sind ja unsere Stützen. Das ist das, sind die Leistungsträger und das ist die Qualität. Und mein Fehler war vielleicht das, dass ich es nicht nach außen hin getragen habe, dass ich mehr versucht habe, die Mannschaft die Stärke zu geben und nicht da jetzt da anfangen, naja, der fehlt uns, sondern einfach in das, nur, wir sind nicht so in der Vorbereitung so gewesen, auch in den ersten Spielen auch ganz blöd angefangen. Und dadurch haben wir diesen 2-Punkte-Vorstellung innerhalb von 3 Wochen auf einmal umgelegt. Anders gesagt, man muss ja dazu sagen, Schicksal Spiel war vielleicht das Salzburg-Spiel. Statt 1:0 für uns mit dieser Riesenchance von Sommer sind wir Tabellenführer. War nicht das ja so. Wir haben das Gegentor bekommen, waren auf einmal 6 Punkte. Und diese 6 Punkte stehen ja nicht schon seit Wochen so da. Man ist sicherlich jetzt auch spielerisch nicht dort, noch immer nicht dort, wo man vielleicht schon im Herbst auch war. Apropos Herbst, da gab es ja die tollen Erfolge, zum Beispiel auch in der Europa League gegen den HSV, der 3:0 Heimsieg. Trauern Sie jetzt noch ein bisschen nach, was vielleicht alles drinnen gewesen wäre, dass man nicht die K.O.-Phase in der Europa League geschafft hat, wenn man sich jetzt anschaut, der HSV steht im Semifinale? Nein, überhaupt nicht. Ich denke, man darf nicht eins nicht vergessen. Wir haben im Sommer, und ich muss das immer wieder aufhören, wir haben im Sommer
alle beide Stürmer verloren. Mhm. Der 50-Tore-Sturm. Also keine Mannschaft in Europa hätte diesen Qualitätsverlust auffangen können. Uns ist es gelungen, durch einer sehr, sehr guten Arbeit von der Mannschaft her, auch mit dem Erfolgserlebnis gegen Aston Villa weiter zum kommen sein. Aber anders auch gesagt, man muss heute die Früher, wenn man sich heute die Früher Runde anschaut, keine der vier Top-Mannschaften, Salzburg, Rapid, Austria, Sturm, spielt auf diesem Niveau, ja, wo sie im Herbst waren. Oder anders vielleicht auch gesagt, haben Sie erklärt vielleicht, dafür? Na, oder anders gesagt, ausreden lassen. Ja. Oder vielleicht sind wir im Herbst alle miteinander viel zu viel gelobt worden. Vielleicht hat man ein bisschen die Realität auch nicht genau gesehen. Vielleicht waren Spiele darunter, die was vielleicht genau denselben Standard haben wie jetzt, nur durch dieses Schnelllebige ist das alles ein bisschen anders kommuniziert worden. Und wenn man bedenkt, auch bei uns ist es auch zu tragen gekommen, wenn ich schaue, Rapid hat sich im Winter, wir haben keine neuen Spieler geholt und alle drei anderen Mannschaften haben sich mit neuen Spielern für die Frühjahrssaison vorbereitet und verstärkt. Also wir haben schon eine sehr, sehr gute Jahr bis jetzt gespielt, oder ich bin da sicher nicht unzufrieden. Wenn ich sehe, wir haben jetzt 59 Punkte, vor zwei Jahren sind wir Master geworden mit 69. Also, und wir haben aber noch 21 Punkte noch immer zum Vergeben. Also wir sind schon, haben noch immer die meisten Tore geschossen, trotz Qualitätsverlust im Angriff. Also so schlecht kann bei Rapid nicht alles laufen, wie es vielleicht gemacht wird. Ja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen ein Widerspruch, wenn Sie sagen, zu viel gelobt worden im Herbst. Damit komme ich nämlich zum nächsten Thema, Ihre Beziehung zu den Medien. Sie haben immer wieder, ja, gibt es Konflikte oder Sie fühlen sich teilweise vielleicht auch schlechter interpretiert oder falsch interpretiert oder irgendwie die Analysen nachher passen Ihnen nicht. Jetzt, wie ich gesagt habe bei meiner Redaktion, ich hätte gerne Peter Backl der Studiogast, haben einige gesagt, boah, das tust du an. Also Sie haben mittlerweile schon so einen Ruf. Ärgern Sie sich wirklich jedes Mal so? Oder ist es mittlerweile sogar ein bisschen eine Masche von Ihnen? Ist das so ein bisschen Markenzeichen auch geworden? Nein, das nicht. Aber ich kann mit gewissen Klischees von Journalisten nichts anfangen. Es gibt da einen Journalisten, der was meint, das gehört halt so dazu und man muss sich alles gefallen lassen. Und da bin ich nicht, da bin ich überhaupt nicht dabei. Die können schreiben, gewisse Zeitungen schreiben ja Unwahrheiten, die schreiben irgendwas ein, die Leute lesen das, die glauben es auch natürlich, weil steht ja in der Zeitung, aber da sind so viele Unwahrheiten dabei und wenn du dann diese Leute darauf ansprichst und sagst, hallo, was soll das? Naja, nein, das gehört ja zum Fußball dazu. Nein, und das Spiel spiele ich nicht mit, weil ich einfach nicht bereit bin, nur, dass er seine Geschichte hat. Das Schlimme ist ja auch noch dazu, dass es gewisse Chefredakteure gibt, die was die kleinen Redakteure unterschreiben lassen, da weiß er eine Geschichte, nur weil sie in die Hosen kacken, dass sie einen Namen selber hinschreiben. Und das ist für mich das, wo ich mit denen, was ich nicht kann und was ich auch nicht will. Weil, dass man andauernd, wie gesagt, Unwahrheiten reinbringt, dass man gewisse Dinge, oder wenn steht zum Beispiel ein Insider sagt, oder der und der, oder der Experte sagt, nein, schreib hier die Wahrheit, wer es gesagt hat, oder gibt es ja nicht. Weil die Wahrheit ist ja der, was selber schreibt, oder der Experte, oder dieser. Und dadurch, aber ich bin nicht so, dass ich nicht mit den Medien kommunizieren kann. Ich meine, Sie kennen mich auch schon ein bisschen länger. Also ist nicht so, dass ich das nicht kann. Ich meine, aber ich bin halt einmal derjenige, der was halt auch sich auch für ihn, sage ich oft, auf den Verein hinstellt, für die Mannschaft hinstellt und Hans lieber auf mich hier, als wie vielleicht auf dem Verein und auf die Mannschaft. Diese Zeitung, die Sie angesprochen haben, ist eine österreichische Tageszeitung, Betonung auf österreichisch. Da haben Sie letztens gemeint, Sie geben auch kein Interview mehr dieser Zeitung. Ich habe weder einen Namen einer Zeitung genannt. Wenn sich eine Zeitung dadurch angegriffen fühlt, dann sind sie selber schuld. Okay. Weil dann müssen sie vielleicht fragen, ob das vielleicht auch zusammenhängt mit Kommentaren von gewissen ehemaligen Fußballern, die dann... man kann ja sagen, der Toni Post und der Hans Krankl sind für die Zeitung aktiv, kriegen da sehr viel Geld dafür, müssen ja dann natürlich auch was schreiben, das ist wieder jeder andere auch tun, damit habe ich überhaupt kein Problem, das ist ja ein Job, für das kriegen sie auch viel Geld und da müssen sie auch dementsprechend schreiben, aber mir geht es halt einfach immer um das, was die beiden sagen, beziehen sich ja da aufs Fußball. Das andere sind ja oft Geschichten, gibt es vor drei Jahren Geschichten und das wird auch, oder viele Sachen, was in letzter Zeit passiert sind, sind ja aus gewissen Interviews zusammen, ausgeschnitten, zusammengehängt und so macht man eine Geschichte. Aber gehört wahrscheinlich dazu und da bin ich aber derjenige, der was sagt, okay. Ich kann das halt mit denen nicht umgehen, weil es nicht in Ordnung ist.
Kommen wir zu einem anderen Thema, Ihr Umgang oder Ihre Beziehung zu den Fans. Da gab es nach dem Ausscheiden im Cup in Klagenfurt eine doch, sage ich mal, sehr bemerkenswerte Aktion. Sie haben 4 Fanvertreter in die Kabine zu sich gelassen und haben quasi, ich weiß nicht worüber genau, das werden, wenn nur diese 5 Personen wissen, worum es genau gegangen ist, aber doch wahrscheinlich auch ein bisschen erklärt die Niederlage oder die Leistung der Mannschaft. Ist sowas nicht wirklich, ich meine, sagen wir so, war das Ihre Idee oder ist Ihnen das nahegelegt worden? Weil es ist ja doch ungewöhnlich. Das muss ich trotzdem ein bisschen ausholen. Ja. Es wird immer so gesagt, die Problematik Trainer-Fans. Wir haben in der Champions League, in der European League 51.000 Zuschauer im Happelstadion. Und das wird immer so gemacht, alle 51.000 sind mit denen die Probleme. Also, okay. Damit nur, dass man, okay. Dass man einmal aber es gibt ein paar, so, die hier unser Parkhaus rausrufen. Nein, das hat es nur einmal gegeben bis jetzt. Das war in Kärnten. Ja. Und das waren 2 Personen. Mhm. Nur, dass wir jetzt okay. Da immer okay. Bei der Wahrheit bleiben. Ja, okay. Nein, es war so, dass natürlich in diesem Cup-Spiel sehr hohe Erwartungen waren. Von allen Beteiligten, von der Mannschaft, vom Trainer, vom Verein, auch von den Fans. Wir haben 4 Tage vorher dort die Meisterschaft, ein Meisterschaftsspiel gehabt, haben dort gewonnen, 4-2. Und jetzt hat sich alles in dieses Cup-Spiel. In diesem Cup-Spiel ist uns nicht gelungen, diese 2-1-Führung, was wir gehabt haben, dann länger zu halten, sondern durch ein unglückliches Eigentor, bla. So, und dann war es natürlich auch so, dass nach dem Schlusspfiff alles aus war. Ich habe eigentlich, gehe nach einem Spiel in die Kabine. Dann ist Andi Marek zu mir gekommen, hat gesagt, Peter, Fans stehen vorne am Zaun, willst du noch nicht den einen oder anderen Fanchef zu dir in die Kabine holen? Ist okay, überhaupt kein Problem, weil man muss ein bisschen ausholen. Hat man ja gestern gesehen, Hoffenheim, was bringt das, wenn sich ein Trainer hinstellt, da ist der Zaun, da schreien jetzt 100 Leute oder was ich was, was willst du diskutieren? Also völlig unnötig. Aber ich meine, ist nicht immer so. Nein, wieder weiter. Okay. So, und dann kommt diese, wo macht man das? Dann sage ich, bei uns in der Kabine, weil man das Klagenfurter Stadion kennt, da geht man rein, ist der große Foyer, dort ist die ganze Presse und. Dann sage ich, setzen wir sie zu mir in die Kabine rein und reden und tauschen sie aus und nichts anderes war. Das war dann ein ganz vernünftiges, normales Gespräch, dann ist man ausgegangen und heimgefahren. Ja gut, es ist natürlich jetzt die Auswärtskabine gewesen oder bei einem Auswärtsspiel, aber so eine Kabine, das gilt immer so ein bisschen als Tabuzone, das eigentlich wirklich nur der Mannschaft und dem Trainer gehört. Nein, es war ja niemand mehr drinnen. Es war ja nur wir haben sie aus diesem Grund gemacht, weil man im Foyer steht, wo die ganzen Sicherheitsleute steht, die Polizei steht, die ganzen Medienvertreter stehen dort. Dann hat ja das Gespräch mit den Fans gar keinen Sinn. Darum habe ich gesagt, wir waren ja ganz allein bei mir in der Kabine, also bei unserer Kabine. Und ich denke mal, bevor das vielleicht, so wie es gestern in Hoffenheim zum Beispiel passiert ist, wo dann 100 Leute auf den Trainer eine schreien und eine, was willst du dann vernünftig unterhalten? Und ich denke, Rapid hat das, oder wir haben das sehr, sehr gut gelöst gehabt. Und sind dann auch natürlich, aber enttäuschend natürlich auch heimgefahren, weil für mich war die Enttäuschung auch groß. Ich sage aber auch wieder anders so, ohne das zum herunternehmen, aber es sind trotzdem nur immer 2 Spiele. Man hat jetzt noch das Halbfinale und man hat das Finale. Ich habe zum Beispiel auch die Gegenfrage gestellt, vor mir verlieren und hätten das Finale gespielt und hätten das Finale verloren. Wäre doppelt enttäuscht gewesen, weil dann waren wir zwar im Finale, aber wieder ohne oder mit leeren Händen da gestanden. Also das Verhältnis Peter Backel mit den Fans wieder ausgezeichnet. Ja. Und na okay, na, lass mal das jetzt, wir kommen schon langsam. Du kannst alle auf deiner Seite, aber noch nicht bitte. Kommen wir vielleicht noch zu Ihnen und zur Zukunft. Sie haben den Vertrag bis Sommer 2012 verlängert. Was sind so Ihre Ziele für diese 2 Jahre noch mit Rapid? Ja, man muss natürlich jetzt schauen, wie es bei uns im Sommer personell weitergeht. Der eine oder andere Spieler muss bei uns noch nicht unterschrieben ist. Dass man das über die Bühne bringt. Man weiß nicht, was dann im Sommer es immer tut, ob es die eine oder andere Angebot für einen Spieler gibt. Man weiß, Niki Jelavic war im Winter eigentlich schon nicht mehr zum Halten. Solche Top-Angebote waren das, weil er einfach überragend gespielt hat. Aber nur natürlich im Winter war es klar, dass man keinen Stürmer mehr abgeben können. Ja, in erster Linie wird es sein, dass wir wirklich schauen, dass wir diesen Europacup-Platz jetzt nochmal einzementieren. Und dann müssen wir natürlich durch die Qualifikation gehen. Und Qualifikation weiß man immer, muss man schon sehr, sehr gut vorbereitet sein, es muss alles gut laufen. Wir wissen alle, wie schön das war, der Herbst in der Europäischen Liga zum Spielen und an der Reisen zum Gehen. Und sicher ist es, aber wir müssen erst einmal diese
Saison noch fertig spielen und diesen Platz noch halten und dann ja, dementsprechend auch wieder junge Spieler weiterentwickeln. Nicht? Wenn ich zum Beispiel unsere Jungen hernehme, Yassin Pelivan, was die für Entwicklung gemacht hat, Fritz Drazan wird immer stärker jetzt, da sind alles 20-jährige Buben. Also wenn es mal wieder gelingt, diese Mischung aufrecht zu erhalten und Qualität so zu halten, dann bin ich natürlich sehr glücklich, weil es ist nicht immer so, dass man so eine Herbstsaison spielt, wie es nach Abgängen, Verkäufe, dann muss ich wieder sagen, es gibt keinen österreichischen Trainer, der was in den letzten zwei Jahren drei Spieler ins Ausland verkauft hat, um circa so denen es leider nicht allen sehr gut geht. Geht, aber für den Verein war es nicht so. Und sportlich haben wir auch die Qualität auch halten können. Mhm. Also gibt in Österreich keinen Trainer, der was dieses aufzuzeigen hat. Und wenn mir das weiterhin gelingt, bin ich natürlich auch sehr froh. Bedanke mich für den Besuch. 7 Runden sind noch zu spielen. Wir hoffen natürlich, dass es vielleicht noch ein bisschen spannend wird, dass es noch ein bisschen enger wird zwischen Salzburg und